Ja, meine lieben Freunde, ihr seht das Ausmaß schon. Karton um Karton um Karton um Karton um Karton um Karton um Karton. Ich werde jetzt für euch nach und nach so vermeintlich von klein bis groß, also eher die kleinen Pakete öffnen, die Gitterkäfige entfernen, euch das dann präsentieren und zum Schluss dann das Mixpaket nehmen und die Überraschungspakete. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Moin, moin und willkommen zurück. Ja, hier zum weiteren Unboxing von Tosh Pyro. Ja, meine lieben Freunde, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cakes, die ich jetzt erstmal gefühlt eine Stunde aus Gitterkäfigen befreien musste, damit ich sie zumindest ein bisschen präsentieren kann. Wir haben natürlich leider wie immer das Problem, dass die Außenhülle jetzt weg ist. Wir haben nur noch den Standardkarton, da steht nicht viel drauf. Und deswegen habe ich gedacht, gucken wir einfach einmal kurz rein, dass ich euch die so ein bisschen zeige. Und ja, dann sehen wir weiter. So, beginnend hier oben mit dem Tosh Pyro Salut Inferno. Vergesst nicht, die zu verbinden. Die ist nicht miteinander verbunden. Das sind drei fette Cakes und leider keine Zündschnur dabei. Und ich, Trottel, habe nur Tape Match gekauft dieses Jahr. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Ja, das so viel dazu. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Weiter geht's hier oben mit einer Geiger Colorful Explosion. Auch dazu braucht man, glaube ich, nicht viel erklären. Wirklich ein brutales Teil. Die habe ich jetzt ein zweites Mal hier geholt. Einmal habe ich sie schon im Angebot geholt, Black Friday. Aber wirklich ein sehr, sehr brutales Teil. Sehr schön. Das wird auch sehr geil. Ja, als nächstes haben wir die Box Combo 1 nochmal, die Color Explosion und die Prisma Instinct. Das sind beides die auf der linken Seite. Auch richtig schöne Teile. Wirklich sehr, sehr geil. Sehr schön gemacht. Sehr fette Batterien. Da freue ich mich mega drauf. Ja, und die Color habt ihr eben schon gesehen. Weiter geht's dann hier drüben. Ja, ich habe einmal kurz umgeräumt. Dann haben wir hier die Distraction Box. Richtig fettes Teil. Guckt euch, zieht euch das mal rein, wie mega das ist. Aber der Warnhinweis nicht unter Bäumen und so weiter ist klar. Richtig fetter Fächer. Also wenn das nicht rockt, dann weiß ich auch nicht, liebe Freunde. Das ist schon fertig verbunden, sehr schön. 116 Schuss. Als nächstes haben wir die Box Combo 2, und zwar die Golden Illusion Compound und die Badass Box. Illusion auch ein wirklich riesengroßer, fetter Batterieverbund. Mega geil. Also, das ist ein Unboxing der Extraklasse, Alter. Und dann halt eben noch die Badass Box. Auch die nicht miteinander verbunden. Und da ich, wie eben schon erwähnt, vergessen habe, grüne Visco zu kaufen und ich nur Tape Match habe, muss ich mir noch überlegen, wie ich das Ganze veranstalten will. So viel zu den großen Gitterkäfigen. Und jetzt kommen wir zu den kleinen gemixten Paketen und anderen auch Überraschungspakete. So, als nächstes sieht das für mich aus, weil da drauf steht UK 25 Euro wie eine Überraschungsbox mit 25 Euro Wert. Lasst mich aber gerade mal raufschauen. Das müsste ja, kann ja eigentlich nur Böller sein, ne? Ja, Böller. 25 Euro Böller. Da würde ich sagen, lass nicht lang schnacken, sondern lass einfach direkt reingucken. Ich habe das Ganze auch schon aufgemacht. Und bevor ich jetzt alles einzeln raushole, würde ich sagen, kippen wir das einfach mal aus. Damit wir uns auch mal dessen Ausmaß bewusst werden, was wir hier gekauft haben für 25 Euro. So, Karton ist leer, meine Freunde. Und dann schauen wir uns das Ausmaß mal an. Was haben wir denn hier gekauft? Ja, Zündschnüre hier, diese Magic Grip, kann man sich mal geben von Katan, ist okay. Dann haben wir hier einen fetten Schinken China Böller D von Kellerfeuerwerk. Wir haben die Dynamite Böller, Dynamit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Dynamit Super Böller 1 von Pyro Art. Ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ist es eine Überraschungsbox, ja. Dann die Dynamit China Böller C. Da haben wir 1, 2, 3 Päckchen. Dann haben wir zweimal die
Crazy Banger, auch die von Pyro Factory, habe ich noch nicht gehabt, interessant. Wir haben einmal die Black Bulls, oh, wir haben die Black Bulls, sehr schön, zum Testen, sehr schön, freue ich mich. Und wir haben die Diabolo von Pyro Factory, oh, okay, schön. Ja, das ist, ja, 25 Euro Ü-Paket, was soll man dazu jetzt groß sagen? Ein Schinken China Böller D. Die Banger sind ganz gut, die Diabolo sind teuer, die Black Bulls gehen auch. Leider viel Dynamite. B-Böller, Super 1 ist es glaube ich und C-Böller oder irgendwie sowas. Ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung vorgestellt, wenn ich lese eine 25 Euro Überraschungsbox. Aber trotzdem ist es eine Überraschungsbox. Also hey, wenn man das vergleicht, wenn man halt guckt, man hat früher auch Überraschungstüten gekauft mit Süßigkeiten und wie auch immer. Und da war auch alles Mögliche immer mal wieder doppelt drin. Es geht halt nicht, dass man nur verschiedene Sachen hat. Deshalb muss man sich halt auch einfach mal bewusst werden. Und 25 Euro, der Gegenwert ist auf jeden Fall gerade so erreicht. Von daher ist es in Ordnung. Ja, das war die 25 Euro Füllerbox, Überraschungsbox. Und let's go, machen wir weiter mit der Batterie-Überraschungsbox. Ja, meine Freunde, es geht weiter. Als nächstes haben wir hier die Batterieüberraschungsbox, die mich 75 Euro gekostet hat. Hier drauf, da kann man sehen, steht jetzt UK Überraschungsbox wahrscheinlich 50 Euro. Okay, ich habe 75 bezahlt, das ist eine 50er Box. Okay, gucken wir einfach mal rein, was uns so erwartet. Wir beginnen, okay, Collider, ja, von Gau, fettes Teil, habe ich noch nicht gehabt, dann, oh, okay, die Volt, K-Capital, auch ein sehr brutales Teil, habe ich auch noch nicht gehabt, dann die Stiletto, dann haben wir ja, die Cake Bullet Volt. Auch ein schönes Teil, habe ich auch noch nicht gehabt. Und wir haben hier glaube ich noch einen Fächer. Aha, Unit. Unit von Gao. Das ist ein schönes Teil, ein schöner Fächer. Karton ist leer. Das ist die Ausbeute aus der Überraschungsbox Batterie, 75 Euro. Ja, gut, wir haben auf jeden Fall einen Einzelverkaufswert von über 50, über 60, 70, 40, 35, die größten 10er. Ja, es geht schon, klar. Und es sind jetzt alles Batterien, die ich noch nicht hatte. Von daher freue ich mich sogar darüber. Also gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Das ist super, das ist wirklich gut. Oh shit, boys, der erste von zwei Mixkartons. Ja, Alter, let's go. Ich habe einiges an Kleinkram bestellt. Ich bin richtig gespannt, was da drin ist. Und wir haben auf jeden Fall auch noch so ein paar Sets bestellt. Wir haben dieses Kids-Fun bestellt aus Jux und Dollerei für 10 Euro. Wir haben die Rocket Science bestellt. Die besteht aus den Tosh-Pyros, aus dem Vulkan Stargate, Vico Zampano, Baby-Heuler-Raketen-Yogi 6. Vielleicht ist irgendwas mehr drin. Das ist so der einzigste längliche Karton. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das halt, Raketen mehr sein werden. Und dann schauen wir einfach mal nach, was uns da so erwartet. Ja. Oh, fuck this shit, Alter, wie geil. Oh mein Gott, ich krieg einen Orgasmus, Alter. Ich krieg einen zu viel. Wisst ihr, wie sehr ich mich auf diese Dinger freue? Und die Explode Cracking Birds. Oh. Das war's ja wohl wirklich komplett. Ach, jetzt zu spät, jetzt die Hose nass. Ja, machen wir aber erstmal mit dem weiter, sonst fällt es nämlich raus hier. Ah, da sind sie nämlich auch schon. Die Stargate von Vulkan. Schöne fette Raketen aus dem Set. Dann, jawohl. Was ist denn hier passiert? Ja, die Tosh-Pyro, Rockets. Allein für das Design gibt es eine Auszeichnung.
Dann geht es hier nochmal weiter. Die gehören auch noch zum Raketenset. Ja, die Diabolo JRY8. Auch richtig schöne Teile. Dann haben wir hier noch mehr Raketen. Und zwar jawohl die Airworms von Tosh Büro. Und wir haben das Zampano von Weco. Habe ich noch nie gesehen, so muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben die Baby Pills, Baby Raketen, Baby Fluid. Ich glaube, das war's so. Das sind diese 5, 6 Bestandteile. Lass mich nochmal schauen. Tosh Büro, Vulkan, Weco, Baby, JR. Jo. Hammer. Das ist alles das Raketenset gewesen. Dann sehe ich hier auf jeden Fall Artikel aus dem Kids Fun Set. Die sagen natürlich nicht zu. Dazu gehört natürlich hier zweimal, obwohl es einmal beschrieben ist, eine Anstecklunte für Kiddies. Dann hier das Super Kids. Weil hier geht es hier mit den Konis Crackling Cones. Habe ich auch noch nicht gehabt. Dann haben wir das Flüterino oder Flotarino Flotentrio. Ah, muss man erstmal aussprechen können. Ne? Ich besuche bald einen Deutschkurs, keine Angst. Und das Pyro Kids von Leslie. Habe ich auch noch nicht gehabt. Und natürlich ganz wichtig, die Schutzbrille. Das ist das Klasse 1 Sortiment gewesen. Und dann habe ich hier noch 1, 2, 3, 4 mal die Crackling Words von Explode. Ja, Mann, richtig geil. Los geht's zum letzten Karton, Alter. Ich raste aus. Ja, moin und willkommen zurück. Ihr seht schon, der letzte Karton ist angebrochen meiner Tosh-Büro-Bestellung, meine Freunde. Und ihr seht schon, das sieht richtig, richtig lecker aus. Das ist auch das schwerste Paket, stand drauf 42 Kilo, Alter. Ist auch sau, sau schwer gewesen, aber kein Problem für mich. Und ich würde sagen, wir packen das Ding einfach mal aus und gucken mal, was wir so drin haben. Als erstes haben wir hier 4 Päckchen von den Spacers. Ja, das erinnert mich an alte Zeiten, da gab es sie nämlich auch schon. Und jetzt gibt es die wieder. Sehr, sehr geil. Schöne Artikel. Dann geht es weiter hier mit den Dragon Cracker 90. Ja. Lady Cracker. Tape Mat wollte ich schon sagen. Lady Cracker. Dann haben wir die Spanish Cracker XL. Knüppelharte Teile. Richtig heftig. 2,3 Gramm NEM. Bin ich mal gespannt. Dann geht es weiter mit dem Black Cobrax 5.0. Auf die bin ich mal sehr gespannt. Auch die wirklich knüppelhart, aber man sieht schon rote Pest. Gut, gucken wir mal von Rubio. Kennypedia, keine Ahnung. Naja, ihr seht es ja, ne, die spanische Teil halt eben. Ich kann den Namen nicht aussprechen, weil ich dumm bin. Von Pure Power, ja, freue ich mich auch drauf. Soll ganz gut sein und gucken wir uns einfach mal an. Dann bis zum Aufhängen gedacht, aber klassischerweise werde ich es wahrscheinlich am Boden zünden. Dann geht es weiter mit den Dezi Bull Black Bulls, müsste das sein. Genau, Black Bulls. Auch die wirklich sehr, sehr knüppelhart. Haben wir eine NEM-Angabe? NEM 12 Gramm. Ach was. Okay. Ja, kommen wir mal zum Testen. Also, dann die Naughty Boy von Leslie. Dann haben wir hier nochmal Wirbel, einmal die großen von Explode, also Flieger und die kleinen Bees. Dann habe ich hier ein bisschen mehr rausgefüllt. Ja, einmal den Track 1. Habe ich glaube letztes Jahr schon mal, aber nicht getestet. Dann die Spinning Grenades. Auf die bin ich mal gespannt tatsächlich. The King 2.0. Also jetzt irgendwie doch alles viel zu viel geholt dieses Jahr. Hier nochmal die Spacers. Dann geht es weiter hier. Ein komplette Silberheuler von Funke. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Päckchen. Dann die ganz normalen Luftheuler von Funke. Gleich ein komplettes verschweißtes Päckchen. Die Knallfrösche C von Funke. Dann das, wovon ich nur 4 Päckchen bestellen durfte. Die China-Böller B von Funke. Die sollen ja mal mega, mega sein. Die sehen auch richtig geil aus. Die werden bestimmt gut. Dann haben wir von Funke das Tornado-Wirbel. Dann habe ich viermal die Bullbuds, die habe ich mitgenommen, weil die in der 1+1 Aktion waren.
Kann man auch nichts mit verkehrt machen. Dann die Funke Böller A. Gleich zwei Päckchen. Dann hier nochmal die knallfrische D von Funke. Die Bangers von Decibel. Direkt wieder zwei Stück gegriffen. Und zwar haben wir hier, ich schmeiß es weg. Wir haben dann hier die Silberpiraten von Fire Event. Ja, und zwar die hier, die Mega Böller von Pyro Factory. BTF. Was ist das denn? Okay. Ja. Nur die scharf gestellt. Guck mal, der Böller brüllt auseinander. Was ist das denn für ein Schrott? Hä? WTF, Mann. Hä? Das ist ja richtig ekelhaft. Die sind ja fast schon hohl. Das ist so staubtrocken, das bröselt auseinander. Dann haben wir die Mega Corsair. Auch richtig nette Teile von Rubro. Auch, ja, Reib, nee, doch nicht mehr Reibkopf. Nee, stimmt, mit Litze. Die kleinen, stimmt, alles klar. Dann haben wir auch hier nochmal fünfmal die normalen Funke-Luftheuler. Nochmal die Spinning Grenades. Dann haben wir hier die Lady Cracker von Explode mal zum Testen mitgenommen. Drei Päckchen. Und dann haben wir die letzten lecker Böllerchen, und zwar die Kalaschnikow. Okay. Auch die schon so trocken, dass sie auseinanderfallen. Aber die sollen ja noch mega gut sein. Und die Roter Corsair von Fire Event. Wir räumen das einmal ein bisschen beiseite und dann machen wir weiter. Und dann haben wir mal einen Willkommen zurück und dann geht's weiter. Wir haben jetzt noch ein paar schöne Batterien hier mit der Dr. Pyro Chaos Machine von Vulkan. Auch ein sehr, sehr schönes Teil. Dann die Hai Jinx von Vulkan. Die habe ich dann jetzt doppelt. Die Haushaus von Xplode. Die fette Elke Volume 3. Die Prismatica Lava Fontaine von Rubro. Die Tosh Pyro 16. Die Tosh Pyro 7. Dann machen wir weiter hier mit dem Tate Match. Ja, womit ich dann wohl alles verleiten werde dieses Jahr. Dann die Tosh Pyro 56. Ja, die Doppelbomber Knallketten von Leslie. Dann die Iron Varia von Geisha. Was ist das denn? Okay. Hä, WTF? WTF? Hä? Dann, jawohl, Legal Disturbia, die kleine Pyro Fountain von Decibel. Die Hightech von Jorge. Nochmal die Pyro Fountain Air, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Und die Fire Event 1960er China Böller D. Gleich einen ganzen Schinken. Jo, und da bin ich nochmal zurück. Ich wollte mich nochmal melden. Ich bin einfach wirklich komplett im Arsch. Die Einkaufstour, irgendwie 8 oder 9 Stunden schon. Ich habe nicht geschlafen heute Nacht. Habe jetzt 3 fucking Unboxings hintereinander gedreht, damit alles noch dieses Jahr kommen kann, online kommen kann. Und ich bin mir jetzt dessen Ausmaß bewusst geworden, was ich getan habe. Ja... Ich sag mal so viel, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, wie mit Büro ist halt eben ein bisschen, ne? Ein bisschen viel dann geworden, aber ey, ich meine, ja, geht doch klar.